allen Sinnen. Unter diesem Motto steht das neu eröffnete Restaurant Mahlzeit am Garmarkt in Götzis. Christian Zickler und sein Team luden zum Pre-Opening und die Besucher kamen in Scham. 80 Gäste ließen sich kulinarisch verwöhnen und bekamen einen ersten Einblick in das Lokal. Nach dem Aperitif, der natürlich speziell für den Abend kreiert wurde, begrüßte Josef Welte, Geschäftsführer von Spectra, die Gäste. In charmanter Art und Weise führte er durch den offiziellen Teil. Danach übernahm Bernhard Oelz, Vorstand der Prisma Holding AG, das Wort. Er betonte vor allem, wie wichtig die Vielfalt für den sich immer weiterentwickelnden Garnmarkt ist. Die Highlight des Garnmarkts ist die gesamte Gastronomie, also auch die anderen Lokale, die schon da sind. Es kommt ja noch ein viertes Lokal dazu. Das Highlight sind die Geschäfte, die Dienstleister, die Leute, die hier inzwischen wohnen. Highlight auch der öffentliche Raum, wie er gestaltet ist, wie er belebt ist. Die Kunstwerke, die hier bereits installiert sind. Highlights in Zukunft, der große Platz, also eine Art Marktplatz, der hier entsteht. Und noch etliche andere, glaube ich, sehr schöne Dinge. Die Gastronomie ist der Puls des Ganzen, das Leben am Garmarkt, verbunden mit den Einzelhandelsflächen, mit den Dienstleistern und so weiter. Und ist natürlich dadurch einer der ganz wesentlichen Punkte in der Vielfalt des Garmarktes und damit auch des Lebens hier. Unter großem Applaus führte dann Pfarrer Toni Oberhauser die Segnung des Mahlzeits durch. Er erklärte, dass das Wichtigste die Gastfreundschaft ist, auch wenn danach natürlich abkassiert wird. Nach dem offiziellen Teil ließen sich die Besucher mit Köstlichkeiten aus der Küche verwöhnen und durften sogar den Köchen auf die Finger schauen. Was ist denn das Besondere am Mahlzeit? Kann man das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Eigentlich in drei Worten: gut, modern, traditionell. Also eine regionale, traditionelle Küche mit modernen Einflüssen. Ja, einfach gut, modern, traditionell. Jetzt ist auch der Slogan sozusagen, wo drunter steht, mit allen Sinnen. Was hat das zu bedeuten? Ja, einfach, dass man im Mahlzeit im Grunde sich die Zeit nimmt, zu genießen, zu essen. Im Grunde mit allen Sinnen, die man hat, das Lokal genießt, aufnimmt. Die Kulinarik einfach rundherum im Grunde als ganzes Synonym fürs Mahlzeit ist es mit allen Sinnen gedacht. Die Gäste des Abends waren begeistert, nicht nur von der ausgezeichneten Küche, sondern auch vom Ambiente des Mahlzeits. Elegant eingerichtet und dekoriert, man merkte, dass das ganze Team Arbeit und vor allem Herzblut mit eingebracht hat. Freut mich sehr gut, sehr nettes Ambiente, das Personal ist sehr freundlich. Ich habe auch schon das erste probieren können, das war eigentlich auch sehr lecker. Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut, ja. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist eine tolle Bereicherung für Götzis. Das Lokal ist ganz schön eingerichtet. Man fühlt sich richtig wohl. Ja, es ist von der Küche her vor allem auch sehr, sehr gut. Wir haben schon kleine Leckerbissen bekommen und jetzt schauen wir, wie es morgen dann weitergeht mit dem Mittagstisch. Es gefällt mir sehr gut darin. Und auch die Speisen, die waren fantastisch. Lauter kleine Happen, aber sehr gut. Und ich hoffe, dass der Betrieb auch genauso gut weiterläuft, wie er jetzt angefangen hat. Ja. Ein Thema des Abends war auch, die Erfahrung der Rankweiler Gastronomie nach Götzis zu holen. Christian Zickler kommt aus dem Gasthof Mohren in Rankweil. Als Schwiegersohn bringt er alle Voraussetzungen mit und ist froh, hier Unterstützung zu bekommen. Ja, ich habe es vorher gesehen, noch nicht ganz fix und fertig. Das habe ich das erste Mal gesehen und es ist perfekt. Vom Ambiente, von der Farbe, also wirklich, ich glaube, da kann man sich einfach wohlfühlen. Ja, es gibt aber keinen Ort in Vorarlberg, der noch so viel bodenständige, gute Gasthäuser hat wie Rankweil. Das ist einerseits durch die frühere Pilgerfahrten und durch die Basilika. Andererseits haben wir das Glück, dass in Rankweil einfach viele Gastronomiefamilien nach wie vor in den Betrieben über Generationen und auch die junge Generation wieder weitermacht, was ja nicht selbstverständlich ist. Der Garmarkt in Götzis ist weiterhin am Entstehen und nimmt immer mehr Form an. Mit dem Mahlzeit wurde ein weiteres Projekt abgeschlossen, um in Zukunft viele Besucher nach Götzis zu ziehen. Das ist für den Garnmarkt sehr, sehr wichtig. Wir in Götzis haben diesbezüglich etwas Nachholbedarf. Umso mehr freut es uns, dass hier ein renommierter Koch aus einer der großen Nachbargemeinden nach Götzis kommt, um diese Gastronomie, die bestehende gute Gastronomie noch bereichert. Also wir im Garnmarkt haben das Ziel, dass wir schlussendlich dann 4 bis 5 Lokale haben werden. 3 Lokale sind jetzt entstanden und die Ergänzung, das ist natürlich jetzt eine Frage der Gastronomen, der
der Kreativität, der Innovationskraft der Gastronomen. Aber wir hoffen, dass wir irgendwo das Rankweiler-Image dann im mittleren Rheintal auch bekommen. Modern, gut und traditionell. Diese Ausrichtung wird auch in Zukunft im Vordergrund stehen. Die Besucher verweilten noch bis in die Nacht hinein und freuten sich bereits auf viele weitere Stunden im Mahlzeit in Götzis.